Die Woche beginnt auswärtig mit einem Bananeneis mit Dattelpasta. So, jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, aber jetzt gibt es einen großen Blattsalat mit frischen Zwiebeln, mit Tomaten und mit Gurken, aber vor allem viel frischen Blattsalat. Und jetzt gibt es Mangos, 3 Stück. Und jetzt gibt es noch 2 Orangen. Mal sehen, ob es bei den beiden bleibt. Und jetzt gibt es noch 2 Orangen. Und jetzt als letzte Mahlzeit gibt es noch eine halbe Packung Datteln. Also sind, glaube ich, so 350 Gramm frische Datteln. So, ich mache mir gerade meinen Smoothie und ja, um möglichst preiswert an Greens zu kommen, habe ich hier schon mal, ihr habt das sicherlich verfolgt, wenn ihr mich bei Facebook verfolgt, ist ganz viel Postelein entsaftet und das ist jetzt sozusagen so kleine Postelein-Shots. Ein so ein kleines Ding hier, das ist bestimmt so eine Handvoll Postelein und die tue ich dann sozusagen jetzt auch mit in meinen Smoothie rein und habe dann sozusagen dann ja diesen frischen Saft quasi mit drin. Und Postelein ist wie gesagt kostenlos wie viele andere Wildkräuter. Einfach entsaften und dann braucht ihr kein ja, Weizengras, Gerstengraspulver, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Und macht einfach eben dieses Grün dann mit rein. Das könnt ihr euch im Kühlschrank halt als sogenannte Shots aufbewahren. Und mein absoluter Tipp, weil auch ich jetzt wieder sehr, sehr preisbewusst sozusagen ja, machen muss, meine Smoothies. Und da habe ich mich für die Variante entschieden und ja, wollte ich euch nur kurz. Und so sieht das Smoothie dann komplett aus, unten mit Proteinpulver, mit Himbeeren, mit Grünkohl, mit Bananen, mit Stangensellerie, mit Pastinake, mit Pampelmuse, mit Pfeffer, mit Kurkuma, mit Apfel und mit ungeschälten Hanfsamen. Eine Mango. So, jetzt gibt es hier gedörrte Aubergine und zwar Aubergine mit einfach mediterranen Kräutern zusammen gedörrt mit etwas Öl und ja, schmeckt ziemlich gut und ist sowas wie ein Snack. Und ja, ich liebe Auberginen und da ich es jetzt nicht mehr so oft roh esse, esse ich es jetzt im gedörrten Zustand. Und diese gibt es jetzt. So, das kann man ganz schlecht erkennen, weil es nicht hell ist. Aber das sind ungefähr 600 Gramm Datteln. So, frische Orangen sind eingetroffen und ich mache zuerst die matschigen und die bisschen schimmeligen werde ich essen. Und da werde ich jetzt ungefähr so 5 bis 6 Orangen essen. Der Morgen startet heute mit 3 Bananen. So, der Tag beginnt zwar nicht mit einem Smoothie, aber der Tag endet auch nicht mit einem Smoothie. Scheiße, wie komme ich jetzt erst da nochmal raus? Es gibt mittig an dem Tag ein Smoothie. Und zwar mit, unten geht's los, Proteinpulver, mit Kurkuma, Pfeffer, mit Grünkohl, mit Himbeeren, mit ungeschälten Hanfsamen, mit Apfel, Banane, Pampelmuse, Blumenkohl und Staudensellerie. Genau. Und jetzt gibt es wieder eine Mango und noch eine Mango. Leider alle schon ein bisschen, naja, ange, was auch immer. Eine Handvoll Erdnüsse. Und der Tag startet heute wieder mit einer kleinen Banane. Und jetzt gibt es wieder ein Smoothie. Mein Food Diary ist relativ eintönig, ich gebe es zu. Aber ja, ist halt einfach, der Smoothie am Morgen ist halt einfach der perfekte Start. Hier hast du quasi schon alles drin, was du brauchst an Nährstoffen. Und wahrscheinlich wirklich alles auch in der Masse. Alles. Weil ich glaube, dass man vielleicht 40-50% der aktuellen Empfehlungen braucht. Warum das ist, habe ich in mehreren Videos euch schon festgelegt. Also derselbe Smoothie wie eigentlich immer. So, mein Sohnemann hat mich auf eine Kartoffelgemüsepfanne runtergehandelt. Mein Sohn übernachtet bei mir und er würde gerne was zu essen haben. Und ja, da haben wir gesagt, okay, wir einigen uns auf eine Kartoffel-Dingspfanne. Wir haben uns jetzt hier so eine Gemüsemischung geholt, dazu gekochte Kartoffeln. Das werde ich jetzt alles etwas rund machen mit einem Sojajoghurt und etwas Gewürzen. Und ja, dann lassen wir es uns das schmecken.